Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Hermes. Ich bin Reporter bei OM Medien und im Rahmen unseres Kandidatenchecks für die Landtagswahl stehe ich hier mit Christoph Eilers von der CDU. Er kandidiert im Wahlkreis Cloppenburg und wie gehabt starten wir mit drei persönlichen Fragen. Herr Eilers, was ist Ihr Lieblingsort im Oldenburger Münsterland? Ja, das Oldenburger Münsterland ist groß, hat viele schöne Orte. Hier als Cloppenburg natürlich Talsperre oder Museumsdorf sind die klassischen Antworten. Aber wenn ich überlege, ein Lieblingsort, wo ich mich gerne aufhalte, das ist eine Teichanlage, die wir mit so einem Club zusammen gepachtet haben. Da haben wir ein richtig schönes Stück Natur geschaffen. Und wenn man da ist, trifft man oft seine Freunde. Das ist einer der Orte, wo ich mich hier gerne aufhalte. Kommen wir zum Thema Urlaub. Meer, Städte oder Berge? Ganz klar Meer und Städte. Städtereisen ans Meer sind für mich die erste Wahl. Die Berge ist nicht so mein Ding. Ich muss einen weiten Blick haben und in die Ferne schauen können. Da fühle ich mich am wohlsten und deswegen Städte am Meer sind mir am liebsten. Kommen wir zum Thema Kulinarik. Wein oder Bier und zu welchem Essen? Also eher Bier, obwohl ich es eher auch selten trinke. Man sieht man es mir nicht an, dann esse ich lieber mehr. Nein, Spaß beiseite. Also ganz klar natürlich bin ich eher der Biertrinker. Vom Essen her, ja, ich esse gern und viel, aber am liebsten Sauerbraten von meiner Mutter, wenn die den zur Weihnachtszeit noch selbst macht. Das ist immer so mein Highlight zu Weihnachten. Gehen wir in den politischen Bereich. Wo liegen Ihre Stärken als Politiker? Also ich glaube, ich bin ein offener Mensch, ich bin Teamplayer, ich mache keine One-Man-Show. Ich bin gern mit Menschen zusammen, das hat mich auch zur Politik gebracht. Und die Stärke ist sicherlich, dass ich mich auch überzeugen lasse mit guten Argumenten und so weiter. Ich bin kein verbohrter Mensch, ich bin da offen. Und wenn jemand Vorschläge macht, die mich überzeugen, dann kann ich auch mal meine Meinung ändern. Und an welchen Schwächen müssen Sie noch arbeiten? Schwächen müsste ich ja jetzt sagen, habe ich keine, aber sicherlich habe ich die. Müsste vielleicht meine Frau fragen, die kennt die vielleicht. Ja, ungeduldig bin ich schon. Ich bin sonst ein ruhiger, ausgeglichener Mensch, aber es gibt manche Sachen. Ich komme ja aus der freien Wirtschaft, da wurden Entscheidungen etwas schneller gefasst, nicht? Mit allen Konsequenzen. Und das ist in der Politik manchmal doch ein zähes Geschäft, wo man innerlich sagt, Mann, ja, da fehlt der Drive. Das ist vielleicht eine Schwäche von mir, die Ungeduld. Zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie ein politisches Vorbild? Wird man öfter gefragt, aber nein, habe ich eigentlich nicht. Also es gibt viele Politiker, die ihre Sache gut machen, wo man sich auch Teile dann als Vorbild vielleicht nehmen könnte und sagt, da hat der klar eine Meinung gehabt und hat sie auch entsprechend kommuniziert und auch im Thema vorangebracht. Aber dass ich jetzt direkt eine Person habe, wo ich sage, der eifere ich nach, das habe ich nicht. Herr Eilers, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Gelegenheit.